Mal im historischen Kuppelsaal den Weißen Bären in Empfang zu nehmen, davon träumt wohl jeder Berliner Degenfechter. Für Michael Behrendt vom Fechtzentrum Berlin wird dieser Traum bei der 59. Auflage des Traditionsturniers wahr. Der 43-Jährige hatte sich am ersten Wettkampftag eine glänzende Ausgangsposition geschaffen und sieht dem K.O.-Gefecht in der Runde der besten 64 gelassen entgegen. Vorgenommen, ich glaube, ich will ein gutes Gefecht machen und mich nicht allzu schlecht verkaufen bzw. gut verkaufen. Und was dann passiert, das werde ich sehen. Und der Routinier verlangt dem Juniorenweltmeister Rico Braun einiges ab. Am Ende reicht es für den Berliner zwar nicht ganz, doch der 46. Platz in dem international besetzten Feld bringt die begehrte Auszeichnung als bester Berliner. International geht es auch bereits bei den ganz Kleinen zu. Die unter 11- und 12-Jährigen fechten in der Waffengattung Florett um den kleinen Weißen Bären. Und natürlich heißt auch hier das Ziel: Finale im Kuppelsaal. Für Matteo Philippeit vom SC Berlin kein ganz neues Gefühl. Vor Jahresfrist verlor er hier noch sein Finale. Diesmal lässt sich der Elfjährige den Heimsieg gegen seinen Gegner aus Lettland nicht nehmen. Die übrigen Sieger sind Alan Guo vom FC Grunewald, Valentin Ritter vom PFC Potsdam und Viktoria Klaas vom SC Berlin. Herzlichen Glückwunsch! Bei den Erwachsenen haben es mit Rico Braun, Lukas Bellmann und Marco Brinkmann gleich drei Deutsche ins Halbfinale im Kuppelsaal geschafft. Anlass zur Hoffnung auf den ersten deutschen Sieg, seit Niklas Multerer hier vor 3 Jahren gewann, findet auch der Bundestrainer Mario Böttcher. Ja, erstmal soweit sehr zufrieden mit dem, was ich heute gesehen habe. Die drei Kaderfechter haben sich durchgesetzt, das hat mich sehr gefreut. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht und ich hoffe natürlich, dass wenn drei Deutsche im Halbfinale sind, auch ein Deutscher gewinnen wird am Ende. Das Halbfinale komplett macht der Niederländer Tristan Thulen. Im vergangenen Jahr noch Drittplatzierter, will der 27-Jährige diesmal mehr. Man darf den Tristan Thulen nicht unterschätzen. Der ist ein sehr guter Fechter, auch international schon sehr erfahren. Hat die letzten 2 Q-Turniere in Frankreich gewonnen. Also der weiß auch, wie es geht, so ein Turnier zu gewinnen. Deswegen würde ich ihn nicht ganz von der Rechnung nehmen. Schmerzhaft erfahren muss das Rico Braun, der sich dem Holländer letztlich mit 15:10 geschlagen geben muss. Im zweiten Halbfinale stehen sich die Leverkusener Brinkmann und Bellmann gegenüber. Erster gegen Zweiten auf der deutschen Rangliste. Mit dem besseren Ende für Brinkmann, der mit einem 15:12 Erfolg über seinen Vereinskameraden ins Finale gegen Tristan Thulen einzieht. Und man spürt sofort, dass der Niederländer sich einiges vorgenommen hat. Beim Stand von 14:11 fehlt Thulen nur noch ein Treffer zum Triumph. Der, ganz nebenbei bemerkt, mit 1000 Euro Preisgeld dotiert ist. Ja, ich habe schon so ein paar Mal probiert. Jedes Mal fast da, aber gerade nicht. Und jetzt, heute, dann passt alles und dann gewinne ich doch endlich der Weiße Bär von Berlin. Marco Brinkmann bleibt die Auszeichnung zum besten Fechter unter 23. Und die Gewissheit, dass es bestimmt nicht das letzte Aufeinandertreffen der beiden Degenasse war. Also es war auch ein super Finale. Tristan hat das toll gemacht. Ich war jetzt auch lange krank, aber er hat das super gemacht, stark gefochten. Und nächstes Mal schnappe ich ihn mir. Im nächsten Jahr steht dann ja auch das 60-jährige Jubiläum des traditionsreichsten Berliner Fechtturniers an. Ein guter Zeitpunkt für einen Gesamtsieger aus Deutschland.